Viertel nach acht. Kollegen, Kollegen, um welchen Betrieb geht's heute? Das verrät Ihnen jetzt Ihre Gastgeberin Linda de Mol. Meine Damen und Herren, Dankeschön und herzlich willkommen bei Kollegen, Kollegen. Bevor Sie denken, was hat die Frau da heute bloß Komisches an, möchte ich etwas loswerden. Ich wollte immer schon mal heimlich an diesen Leinen ziehen. Die Stewardessen tun nämlich bloß immer so, als würden sie dran ziehen. Die ziehen aber in Wirklichkeit nie dran. Und jetzt mache ich das auch einfach. Also Moment. Heller von Sinnen, ne? Können Sie jetzt vielleicht alle mal unter Ihre Stühle gucken, ob Sie auch so eine Schwimmweste haben? Können Sie mal gucken? Da drunter? Gibt's die? Nein? Okay, dann ist alles in Ordnung. Denn wir haben nämlich keine Fluggesellschaft zu Gast, ganz im Gegenteil. Ist unbequem. Wir sitzen heute Abend alle im selben Boot. Ich begrüße ganz herzlich aus Berne die Kollegen der Schiffswerft Fassmer. Guten Abend. Wir sind bei Fassmer an Bord gewesen und haben da die Besatzung antreten lassen. Eine Werft ohne Wasser ist wie ein Schiff ohne Captain. Die Firma Fassmer liegt in Berne an der Weser und sie hat sogar einen Deich vor der Tür. Mitte des letzten Jahrhunderts wurden hier noch Holzboote gebaut. Mittlerweile stellen die rund 180 Kollegen in modernsten Produktionsverfahren neben Schiffen aus Aluminium und Stahl vor allem Rettungsboote aus Kunststoff her. Ob Produktion oder Verwaltung, bei Fassmer sitzen alle Kollegen im selben Rettungsboot. Und die werden in die ganze Welt exportiert. Jedes Schiff ist von der Planung über die Zeichnung bis zum Bau fest in der Hand der Kollegen. Wohin man sieht, ist die Besatzung mit Humor und Können am Werk. Und das sind sie, die Boote, die unter Umständen Leben retten können. Hoppala! Ja, dann immer einen Handbreit Wasser unterm Kiel und Schiff ahoi! Wenn man zur Mannschaftsinspektion kommt, ist an Deck natürlich alles klar. Aber unsere Rechercheure gucken auch unter Deck. Und dabei tauchen genug Dinge auf, die das Tageslicht nicht vertragen können. Um diese Dinge geht es in unserer peinlichen Minute. 60 gemeine Sekunden laufen jetzt. Rauchen ist bei Fassmer ein Problem. Carola Ernst hat das für sich gelöst. Sie raucht auf der Toilette. Nein. Oh, doch. Man kann sie verstecken, wo man will. Aber die Kekse, die eigentlich für die Gäste bestimmt sind, verschwinden trotzdem immer auf mysteriöse Weise im Magen von Harry Fassmer. Nicht immer, aber immer öfter. Lassen Sie mich mal sehen, Frau Rissler. Wenn Andrea Rissler nämlich große Ohrringe trägt, ist Vorsicht angesagt. Je größer Ihre Ohrringe, desto schlechter Ihre Laune. Das sind ganz kleine, Sie sind gut gelaunt heute. Die Laune ist gut, ja. Super. Time out, stopp, stopp, stopp. Kostet zu viele Sekunden, ich muss auf die andere Tribüne rennen. Wie viel habe ich noch? 24 Sekunden. Ja, die Zeit läuft wieder. Dann fiel uns noch ein böser Brief von einer Bauchtänzerin in die Hände. Sie will nie wieder bei Fassmer auftreten, weil Mustafa ihr die Show stahl. Wie oft tanzen Sie Bauch?
Ja, öfter. Auch immer öfter. Dass manche Menschen ein unordentliches Büro haben, kommt häufig vor. Dass man im Büro von Herrn Reinke jedoch eine Bergsteigerausrüstung drauf hat. Da haben Sie Glück gehabt, Herr Reinke. Die 60 Sekunden sind schon um. Eine peinliche Minute ist viel zu kurz. Sie können wieder aufatmen. Es ist geschafft. Es ist vorbei. Und ich bin immer noch außer Atem. Wer eigentlich auch ganz schön in die peinliche Minute gepasst hätte, ist Herrn Thomas Hellmann. Denn er hat nämlich mit seinem Bart mal einen Preis gewonnen. Das stimmt doch. Ja, das ist richtig. Ich habe den dritten Preis gemacht. Was war das genau für ein Wettbewerb? Das ging von so einem... Ist das gewesen? Sie wissen es nicht mehr, aber was war die Aufgabe? Um was für Bärte ging es? Alle Bärte. Lange, schöne, gezwirbelte. Und hatten Sie den längsten oder den schönsten Bart? Nur einer mit dem, von den längsten. Der längste? Nee, den längsten nicht. Den längsten nicht. Am dritten Platz sind Sie dann gelandet. Stimmt es auch, dass Sie leidenschaftliche Harley-Davidson-Freaks sind? Ja, bin ich. Ja? Na, diese Geschichte fanden wir einfach viel zu schön für die peinliche Minute. Denn Norddeutschland, Harley-Davidson, langer roter Bart, da fehlt eigentlich nur noch die Flaschbier und fertig ist der perfekte Werner für einen ordentlichen versteckten Kamerascherz. Die Hauptrolle im neuen Werner-Film? Thomas Hellmann kam sofort zu den Probeaufnahmen und stolperte so mit beiden Motorradstiefeln in die Kollegen-Kollegen-Falle. Mein Name ist Sonntag, ich mache die Regie in dem Fall. Wollen wir die Maschine vielleicht gleich mal in die Szene reinfahren, freundlicherweise? So. Also, dein Text ist der grüne. Ja. Ja? Es ist so. Du fährst. Ja? Die Bäume werden durchgetragen. Dann kommen die Bäume nochmal, da musst du schneller fahren, ja? Mehr gebückt. Und dann steht plötzlich, die Regine ist es jetzt, die steht dann plötzlich hier und sagt den ersten Text. Dann kommt ein bisschen Dialog, ja? Und dann will sie aufsitzen und du sagst, sie soll sich hinten draufsetzen, der Text kommt, ja. Sie will aber vorne drauf, das geht ja hoffentlich. Vorne drauf? Ja, ja, quasi so eine Art Liebesszene. Ja, das probieren wir einfach mal, ja. Und immer schön in die Kamera gucken bei den ganzen Sachen, ja. Das muss ein bisschen mehr Geschwindigkeit haben, ja. Viel schneller. Ganz schnell. Ja, macht man auf so einem Motorrad überhaupt? Wie macht man das? Ja, da fährt man ganz auf, rein. Nee, trotzdem, jetzt ganz schnell die Kurve machen. Ja? So, jetzt mit den Bäumen Regine ins Bild und fall einfach fast runter. Okay, ich mache mir jetzt nochmal. Tut mir leid, dass ihr nochmal rumlaufen müsst. Ja? Du musst, weil das ist ja noch nicht ein seriöser Film, sondern wir wollen ja kommen. Wir wollen einfach sehen, wie bringt der einer sowas. Ja? Bleibst du, Holder? Ich verschmachte hier vor Sehnsucht. Hab Flaschbier gezogen, Alte. Was soll ich flüstern hier ins Ohr? Mit welchem Namen kosen dich? Nenn mich Thomas, Alte. Und die Sache ist gebongt. Passt das gut? Jo. Jetzt sehe ich keinen. Nun Weg. Küss mich, du Sternenreiter. Lass mich mal noch kurz vorspülen. Beine wie Rocker. Beine wie ein Schabern. Beinhard wie ein Flashbier. So, das war jetzt okay, das war gut. Und jetzt machen wir das Ganze nochmal, die ganze Sache durch, und zwar mit Schmackes. Lass mich aufsitzen. Sprung, Alter, und ich mach dir einen Kolben-Sound, dass du auf 190 steigst. Oh, schnöder Nein. Hier will ich sitzen. Dort will ich bergen mich an deine starken Arme. Umschirmt von deinen starken Armen. An deine Brust mich lehnen. Zuerst mal eine Runde drehen und dann ein bisschen kugeln lassen. Liebst du mich, dann schneid ihn ab. Nein. Und liebst du mich, dann küsse ich dich satt. Doch nimm zuerst den Bart dir ab. Nein, der Bart, der bleibt dran. Das ist alles, was ich habe. Du hast mich schwer enttäuscht. Hobelt! Das gibt's doch. Jetzt haut er wieder mit meinem Motorrad. Hey, du Gott, verdammt!
Es ist schade, dass es nur einen Spaß war, denn absolut ehrlich, Herr Herrmann, ich fand Sie einsame Spitze, wie Sie das da gemacht haben. Also wenn Sie jetzt einen Anruf von den echten Werner-Produzenten bekommen, denken Sie nicht, das ist ein Witz. Wir machen das nie, zweimal aus dem gleichen Gag, dann ist es ernst. Wir haben für Sie ein gerahmtes Kollegen-Kollegen-Bild aus Werner mit der molligen Dame auch dazu. Bitte schön, als kleines Andenken an diese Sendung, nochmals ganz herzlichen Dank. Vielleicht passt es noch zwischen Ihre Helme und Bartpreise irgendwo an der Wand. Dankeschön, Thomas Herrmann. Und wir sind gleich wieder da, um zu überprüfen, wie viele glückliche Ehen es in der Firma gibt. Bis dann. Zurück bei Kollegen, Kollegen. Zu Gast heute Abend bei uns die Fassmer Schiffswerft aus Berne. Und ich muss eben eine kleine statistische Umfrage machen. In diesem Teil der Tribüne, alle Reihen von oben nach unten. Also zeigen Sie bitte auf, wer von Ihnen ist verheiratet? Wie viele von Ihnen sind verheiratet? Oh, fast alle. Wie viele von Ihnen sind glücklich verheiratet? Die gleichen. Trauen sich auch nicht, was anderes zu sagen, natürlich. Wie viele von Ihnen sind schon länger als 10 Jahre verheiratet? Ah, werden schon weniger, ne? Und wie viele von Ihnen länger als 25 Jahre verheiratet? Nur Sie? Sind Sie Frau Hannelore Fizzo? Kommen Sie dann bitte runter zu mir. Näher zu mir. So, Sie haben natürlich nicht die leiseste Ahnung, warum ich gerade Sie aus der Tribüne geholt habe. Nein, wirklich nicht. Nicht, weil Sie länger als 25 Jahre verheiratet sind, aber weil Sie die beliebteste Mitarbeiterin der Firma Fassmer sind. Kann ich nicht zu sagen. Völlig baff, natürlich kann ich mir vorstellen. Es ist nicht meine Idee, das ist die Idee Ihrer Kollegen. Schauen Sie mal auf den Monitor da. Hallo, Hannelore. Ich freue mich jeden Morgen, wenn ich dich sehe und könnte immer knüdeln. Ob Brötchen, ob Steuern, ob Milch. Du bist für alles zuständig. Wenn wir Probleme haben, sind wir immer zu dir gekommen. Und du hast die Probleme gelöst. Eine bullikose Frau, eine nette Frau, die passend ist für unseren Betrieb. Seit du hier in der Firma arbeitest, klappt alles besonders gut in der Firma. Du bist einfach Spitze. Wenn einer mich Bärchen nennen darf, dann bist du es. Hallo Hannelore, lange wollte ich dir schon mal sagen, dass du nicht nur eine tolle Kollegin, sondern auch eine liebe Freundin für mich bist. Ja, Hannelore, für dich würde ich sogar in die Weser springen, denn du bist der gute Geist des Betriebes. Wenn du nicht so glücklich verheiratet wärst, dann würde ich dir jetzt an dieser Stelle dieses Lied spielen. Aufgehört, über Sie zu erzählen. Wie gesagt, Sie sind länger als 25 Jahre verheiratet. Wie lange genau? 26 Jahre und ein Monat. 26 Jahre und ein Monat? Und Sie haben, ich hoffe, dass ich es richtig habe, eine Tochter? Ja, eine Tochter. Und zwei ganz süße Enkelchen? Ja. Also dann sind Sie, glaube ich, die jüngste Oma, die ich je gesehen habe. Denn Sie sind erst 42 Jahre alt. Das stimmt alles. Unglaublich, 42 und dann zwei Enkelchen schon. Wie haben Sie das gemacht? Haben Sie ganz früh Ihre Tochter bekommen? Ich wollte gerade sagen, daran bin ich mehr schuld als meine Tochter, dass ich so früh Oma bin. Wann haben Sie Ihr erstes Kind bekommen? Da war ich 16. Mit 16. Frau Fizzo, ich möchte mich gerne mit Ihnen darüber unterhalten. Es ist nämlich so, weil Sie die gute Seele sind in der Firma, dann wird immer mit der ganzen Familie und mit allen Kollegen eine ganz tolle
persönliche Überraschung vorbereitet. Und dann komme ich eben nicht drum rum, Ihnen zu fragen nach Ihrem Hochzeitstag, obwohl ich weiß, dass Ihr Hochzeitstag nicht der schönste Tag Ihres Lebens gewesen ist. Sie müssen mir nichts erzählen, was Sie nicht erzählen wollen, aber vielleicht können Sie kurz erklären, warum Ihr Hochzeitstag nicht so schön war wie andere. Ja gut, weil wir eben noch so jung waren. Mein Mann war 19 und ich war 16. Und es hat unseren Eltern nicht so hundertprozentig gepasst und allen Verwandten wahrscheinlich auch nicht. Sie haben damals auf einem Dorf gelebt, ne? Ja, da wohnen wir ja eigentlich noch so. Und dann schwanger und 16 Jahre alt und andere Moral, andere Normen, das war das Problem? Das war das Problem, ja. Das war ja damals noch nicht so frei wie heute. Nein. Man durfte auch nicht so zusammenwohnen. Das war, also so sehe ich das wenigstens. Ja, also man ließ es einfach nicht zu, dass man, bevor man richtig verheiratet war, mit einem Mann zusammen war. So ist es eben. Ne? Ich habe hier ein Foto von Ihnen am Hochzeitstag. Und da sehen Sie so anders aus. Lange Haare und ganz, ganz dünn. Man kann es überhaupt nicht sehen, dass Sie hier schwanger sind. Ja, da war ich schon im 9. Monat. Wirklich? Das ist unglaublich. Es sieht so dünn aus. Und Sie mussten da dieses schwarze Kleid tragen? Das durfte keine andere Farbe sein? Das durfte schon, aber das haben wir nicht gemacht, weil es eben nicht so... Die Unschuld war ja nicht mehr da und darum haben wir schwarz getragen. Kaum zu fassen eigentlich, wenn man das jetzt hört. Aber vor 25 Jahren war das so in Dörfen, das weiß ich eben. Sie machen hier nicht richtig einen glücklichen Eindruck. Ist es wirklich so, dass Ihr Hochzeitstag so eben eine bittere Erinnerung ist? Oder haben Sie mit Ihrem Mann zusammen doch noch etwas Festliches gemacht und eine kleine Hochzeitsreise oder was Schönes oder überhaupt nicht? Nein, dafür hatten wir kein Geld. Das haben wir nicht gemacht. Also wirklich nicht wie bei mir in der Traumhochzeit mit allem Pipapo? Nein, das haben wir nicht gemacht. Also Frau Fizzo, Gott sei Dank ist aus dem schlechten Start ein schöner Verlauf geworden. Denn wer kann behaupten, ich bin nach 26 Jahren noch mit dem gleichen Mann zusammen, ne? Ja, das stimmt schon. Und Sie haben eine fantastische Tochter, die dafür gesorgt hat, dass Ihre Silberhochzeit was ganz Besonderes war, ne? Doch, die war wunderschön, denn einen Monat später ist Laura geboren. Ja, das ist ihr... Das ist das zweite Enkelkind. Das zweite Enkelkind, einen Monat nach der Silberhochzeit. Also, ein guter Verlauf. Eigentlich bleibt Ihre Hochzeit die einzige schwarze Seite in Ihrer Lebensgeschichte. Und dagegen würden wir so gerne etwas machen. Wenn Sie nichts dagegen haben, Sie müssen nicht nochmal heiraten, keine Angst, das haben Sie schon gemacht. Wir haben was ganz Tolles für Sie vorbereitet. Hier stehen eine Visagistin, ein grandioser Friseur und meine Stylistin Coco. Und die nehmen Sie jetzt mit hinter die Bühne. Und machen Sie innerhalb einer Stunde strahlend und bildhübsch. Sie lassen sich einfach verwöhnen. Und wenn Sie dann gleich in eine halbe Stunde von der Treppe kommen, haben wir eine ganz tolle Überraschung für Sie vorbereitet. Ist das okay? Ist okay. Ja? Gehen Sie dann mit mir den drei? Jawohl. Genießen Sie es einfach. Okay, bis gleich. Ja, Sitte und Moral sind in Deutschland inzwischen etwas moderner geworden, zum Glück. Ein paar eigenartige Bräuche sind jedoch übrig geblieben. So müssen in Norddeutschland die Männer dafür sorgen, dass sie vor ihrem 30. unter der Haube sind. Sonst müssen die Armen an ihrem Geburtstag so lange fegen, wirklich nervige Schnipsel auffegen, bis sie eine Jungfrau finden, die diese Junggesellen mit einem Kuss von ihrer Qual erlöst. Wir haben uns so auf den Geburtstag von Juniorchef Harry Fassmer gefreut. Er wurde nämlich zufällig 30 und ist zufällig auch noch Junggeselle. Also Harry, fegen, los, Spuck in die Hände, ran an den Speck, die Späne. Mein Gott, was für eine Fegerei. Wo bleibt denn diese Jungfrau? Erstmal einen Schluck zur Stärkung. Die vielleicht? Nee, lieber nicht. Oder die? Nee, ob die noch Jungfrau ist? Nein, der auf jeden Fall nicht. Die beiden Kleine da? Na, die trauen sich nicht. Oder die? Wie lange fege ich hier eigentlich schon rum? Na, die sieht ganz passabel aus. Ich frag sie einfach mal.
Entschuldigung. Ja, Herr Fassmer, wie lange haben Sie da eigentlich gefaked? Oh, ich glaube, es hat bestimmt eine Stunde. Bestimmt eine ganze Stunde. Ach. Ja, Sie haben sich sicherlich gewundert, warum diese Frau so auf Sie zugekommen ist, oder? Also zumindest kannte ich sie nicht. Sie ist aus dem Dunkeln sozusagen gekommen und auch genauso schnell wieder verschwunden. Aber Sie waren froh, dass Sie da waren, ne? Sicherlich, ja. Sie haben sie sozusagen erlöst. Zufällig eigentlich, ne? Nun ja, also sowas läuft meistens zufällig. Obwohl man trifft natürlich selber auch einige Vorbereitungen, damit man nicht noch bis in die Nacht hineinfegen muss. Ja, aber hatten Sie nicht ein bisschen das Gefühl, dass diese Frau vielleicht von uns bestellt war? Das Gefühl hatte ich eigentlich nicht, nein. Nein, aber das ist so. Wir hatten diese Frau bestellt und das haben wir nochmal gemacht. Denn hier ist sie, für Sie, Herr Fassmer, Sabrina Schneider, Ihre Erlöserin. Hier ist sie. Sich bitte neben mich. Das ist also Sabrina Schneider, aber leider, Herr Fassmer, hat Sabrina eine schlechte Nachricht für Sie, denn Sabrina Schneider heißt nicht Sabrina Schneider, sie heißt Jerry. Versteckte Kameras sind halt da, um die Leute auf den Arm zu nehmen. Also, Jerry ist keine Frau. Dankeschön übrigens, Jerry. Und schon recht keine Jungfrau mehr. Und das heißt, Sie sehen es schon kommen, das heißt... Ich müsste noch einmal fegen. Ja, stimmt. Sie müssen noch einmal fegen. Gott sei Dank haben wir all die Sachen bewahrt. Benny bringt das jetzt rein. Ihr Besen ist noch da und Ihr Zylinder und die Jacke. Können Sie diese Jacke mal ausziehen, damit wir die andere Jacke wieder anziehen können? Ja, es tut mir furchtbar leid, aber der Bann ist noch nicht gebrochen. Also Zylinder auf. Und gucken Sie mal, was da rechts für Sie hier ankommt. Gucken Sie mal. Bleiben Sie bitte bei mir. Ich denke, dass das reicht für die ersten Stunden. So, hoppla. Sind meine Texte von vergangener Woche. Die Absicht ist also, dass Sie all diese Schnipsel so hinter die Dekoration fegen, damit wir das nicht mehr sehen. Möchten Sie ein Schnäpschen? Wenn Sie einen hätten, würde ich sofort. Ja, zur Stärkung natürlich. Gehört doch dazu. Bitte schön, Herr Fassmer, das dürfen Sie noch ruhig auftrinken und ja, dann geht's los. Wir haben allerdings einen kleinen Trost für Sie, denn Ihre Kollegen dürfen entscheiden, wann es reicht. Und wir sind okay, wir sind nicht so schwierig. Und sobald Sie sich dafür entschieden haben, sorge ich höchstpersönlich dafür, dass ich irgendwo irgendwie eine Jungfrau auftreibe. Okay? Also jetzt dann bitte an die Arbeit, fegen Harry, toi toi toi. Oh, jetzt. Harry Fassmer tut uns doch ein bisschen leid und deshalb haben wir für die richtige musikalische Untermalung gesorgt. Er kann dazu dann im Takt fegen. Hier ist, passend zur Firma, das Stück In the Navy mit 4 Fassmer-Kollegen, der Elektriker Carsten Arle, der Magazinverwalter Klaus Thomas, der Motorenschlossermeister Karl-Heinz Kienast und der Schiffbaumeister Wilfried Klausen zum ersten Mal auf der Bühne in the Navy. Bei der Arbeit so gelacht.
Blume für die Herren. Es war hervorragend. Und dafür haben Sie jetzt so viel Angst gehabt. Die waren wirklich ein bisschen nervös. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen, Klaus, Karl, Carsten und Wilfried. Noch ein Applaus für diese vier Captains. Dankeschön. Und ich möchte jetzt Herrn Heinz-Dieter Janssen bitten, bei mir ins Büro zu kommen. Heinz-Dieter Janssen, bitte. Guten Abend. Herr Fassmer, Sie fegen doch schon weiter, ja, oder? Sie machen doch keine Pause da, hoffe ich. Wir sind noch nicht ganz fertig. Herr Janssen, wenn ich sage, dass es angefangen hat 1983, also 10 Jahre her, mit einem Schiffshobel, den Sie von Ihrem Nachbarn bekommen haben, dann wissen Sie, worüber ich rede. Das ist richtig, ja. Worüber denn? Über mein kleines privates Museum. Sie haben ein kleines privates Museum, das klingt so toll. Was für eine Sammlung haben Sie da? Also ich bin angefangen, wie Sie gesagt haben, 1983 in etwa, mit Werkzeugen für die Bearbeitung von Holz, also einige in erster Linie Holz. Holzbearbeitung, also Metall, aber auch Holz, eigentlich nur Holz für den Bootsbau. Schiffbauwerkzeuge. Schiffbau, also für den Bootsbau. Mhm. Und inzwischen ist das ja alles anders geworden. Man hat ja diese alten Werkzeuge nicht mehr. Mhm. Es ist alles moderner geworden. Wir haben alles also fast ausschließlich elektrische Werkzeuge. Mhm. Und insofern ist es also interessant, diese alten Sachen zu sammeln. Zusammen, ja. Sie haben das, glaube ich, hingestellt in Ihrem Gartenhäuschen. Ja. Das platzt wahrscheinlich aus allen Fugen so mittlerweile. Ich habe das eigentlich nie so breit treten wollen, mhm, weil ich doch Befürchtung habe, dass irgendwann jemand mal auf die Idee kommt und sagt, das ist eine Sache, die mich auch interessiert. Ja. Und wenn ich dann eines Morgens oder eines Abends nachsehe und alles ist ausgeraubt, mhm, das wäre natürlich ärgerlich. Das hätten Sie lieber nicht. Kriegen Sie von uns 2 Hunde. Wir haben, Herr Janssen, heimlich in Ihrem Gartenhäuschen gefilmt. Jetzt guckt er mich auf einmal ganz böse an. Nicht böse. Oh, okay. Wollen wir uns das mal anschauen? Ja? Gerne. Können Sie ein bisschen kommentieren dazu, was wir da genau sehen? Ja? Okay. Ja. Das ist ein alter Schiffsanker, der wurde im 19. Jahrhundert in der Weser gefunden. Ja. Das ist ein, das geht ja sehr schnell, eine alte Kompasshaube. Das ist eins der Schiffe, die in Elstree gebaut wurden. Das ist ein Telegraph von der Wasserschutzpolizei. Das sind viele Hobel, andere Werkzeuge, nicht nur Holzbearbeitung. Das sind Urkunden, beispielsweise Gesellenbriefe. Das ist nochmal ein ganzer Satz Hobel, Spezialhobel, wo man diese krummen Hölzer mit bearbeitet hat. Das ist ein Trockenkompass. Das ist nochmal ein Bootskompass, ein Sextant. Das sind Spezialbohrer, das ist nochmal so ein kleiner Anker, ganz im Hintergrund, wieder ein Ölgemälde. Das haben Sie perfekt gemacht, das Kommentar. Das müsste so schnell, das war prima. Und alles so schön hingestellt, richtig wie ein kleines Museum. Wer darf sich das eigentlich anschauen? Der möchte. Wenn Interessenten da sind, kann ich das auf Absprache immer so einrichten, dass man sich das ansehen kann. Aber warum haben Sie nie eine richtige große Ausstellung gemacht mit dieser Sammlung? Die größte Ausstellung, das war eine ganz bescheidene, war das Bahndarlehenskasse bei uns im Ort. Und ansonsten zieht die Gemeinde doch nicht so mit, wie ich mir das eigentlich wohl vorgestellt habe. Aha. Man ist der Meinung, dass ich jetzt auch noch ein Haus dazu kaufen soll und dazu reicht das Geld nicht. Oh, das ist alles ein bisschen kompliziert, ne? Naja, und bevor man überhaupt eine Ausstellung organisiert, muss man natürlich auch sicher sein, dass die Sammlung das wert ist. Und um das einzuschätzen, haben wir jemanden eingeladen. Herrn Professor Dr. Detlef Elmes vom Deutsches Schifffahrtsmuseum Bremerhaven. Guten Abend. Guten Abend, das ist Herr Janssen.
Janssen. Guten Abend, Herr Janssen. Setzen Sie sich bitte, Herr Professor. Ich hoffe nicht, dass Sie jetzt böse werden, aber wir haben Herr Professor Dr. Ermus auch reingelassen in Ihrem Gartenhäuschen und er hat sich die Sammlung angeschaut. Und ich hätte gerne jetzt Ihre Meinung zu der Sammlung von Herrn Janssen. Ich war ganz erstaunt, was für eine Sammlung an vor allen Dingen Holzschiffbauwerkzeug Sie zusammengebracht haben. Das sind ja Dinge, die man eigentlich überhaupt nicht mehr findet, weil sie nicht mehr benutzt werden. Und das ist eine so großartige Sammlung, dass ich Ihnen nur herzlich gratulieren kann. Dankeschön. Ist es, wäre, Herr Professor, diese Sammlung es wert, um in einem größeren Rahmen gezeigt zu werden? Das würde ich auf alle Fälle denken. Ja? Da sollte man Möglichkeiten finden, wie man das arrangieren könnte. Sie haben, glaube ich, eine kleine Überraschung für Herrn Janssen mitgebracht. Es ist ein Poster und das dürfen Sie jetzt selbst ausrollen. Und wenn Sie dann so lieb sind und ablesen, was da drauf steht, das wäre ganz nett. Geht's? Ja. Ja? Für sowas habe ich viel Zeit. Also, vielleicht können Sie so machen, dass die Zuschauer das aussehen können. Was steht da? Deutsches Schifffahrtsmuseum Bremerhaven. Ja. Und dann? Bohrer, Dechsel, Hobel. Holzschiffbau im Visier, Sammlung Heinz-Dieter Janssen. Donnerwetter. Also Sie wissen schon, was das heißt. Sie kriegen Ihre eigene Ausstellung im Deutschen Schifffahrtsmuseum. Wann wird das ungefähr sein, Herr Ermus? Wir müssen den Termin mit Herrn Janssen absprechen, denn ich habe auch gehört, dass Herr Janssen schon seit langem über einen Katalog nachdenkt für diese Sammlung. Und wenn man das ausstellt, sollte man das mit dem Katalog ausstellen, damit die Besucher auch wissen, um was es im Einzelnen geht, was es für herrliche Sachen sind. Aber ist es noch dieses Jahr? Wir können es in diesem Jahr machen, wenn wir den Katalog so schnell auf die Beine kriegen. Das denke ich schon, denn ich habe für Sie als kleiner Zusatz, Herr Janssen, hier noch einen Scheck, damit Sie einen ganz, ganz schönen Katalog drücken lassen können. Und ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Professor, für Ihr Kommen und für Ihre Unterstützung. Und Herr Janssen, ich hoffe, dass Ihre Ausstellung aus allen Nähten platzt vor Besuchern. Ja. Aber so viel Wärmung wie heute bekommen Sie normalerweise nie. Also das wird schon klappen. Dankeschön, Herr Janssen. Dankeschön, Herr Professor Ermus. Dankeschön. Und der arme Herr Fassmer. Er faked und faked und faked. Glauben Sie nicht, liebe Kollegen, wir sollten ihn eigentlich jetzt erlösen? Ah, wir können ihn doch von seinem Leid erlösen, oder? Ah. Hey, ich bin hier die Moderatorin, ja? Er fängt jetzt bestimmt 10 Minuten, sonst kriegt er Blasen an den Händen. Geht's und Schweiß. Ach, das, nein, nein, das geht so nicht länger. Also, ich hatte versprochen, dass ich irgendwo irgendwie eine Jungfrau finden würde. Ich traue mich nicht mehr, nochmals eine Umfrage zu machen. Aber wo findet man um Gottes Willen beim Fernsehen eine Jungfrau? Und das ist schwierig. Wir haben das ganze Ballett gefragt. Und es war schwierig. Aber wir haben eine gewonnen. Eine Tänzerin. Das ist Sandy. Sandy, kommst du bitte? Und Sandy hat mir versprochen, mit der Hand auf dem Herzen, dass sie, Sie wissen schon, dass das, ja? Also bitte, Sandy, kannst du Herrn Fassmer einen dicken Kuss geben, damit dann der Fluch... Tschüss, Dankeschön. Herr Fassmer, Sie sind erlöst. Sie können sich gleich wieder beruhigt auf die Tribüne setzen. Alles ist die letzten 30 Sekunden waren nicht so schlimm, oder? Auch die ersten 30 waren nicht so schlimm. Okay. Nach der Werbung bekommen Sie, liebe Zuschauer, die Antwort auf die Frage, ob man bei Fassmer immer die Wahrheit sagt oder ob man für den Chef auch schon mal lügt. Sie haben vielleicht schon einmal etwas von den Rotariern gehört. So ein exklusiver Club, in dem laute Geschäftsleute sind und wo man nicht so ohne weiteres Mitglied werden kann. Üblich ist, dass die Rotarier erstmal das ein oder andere von ihrem Mitglied in Spe wissen wollen.
Unüblich ist dagegen, dass die Informationen bei seinen Kollegen überprüft werden. Und genau so eine Situation ist wie geschaffen für unsere versteckte Kamera. Besonders, wenn das zukünftige Mitglied, unser Komplize, der Betriebsleiter Jürgen Rost, selbst während der Befragung heimlich Anweisungen gibt. Und die erste Frage, die den ahnungslosen Kollegen gestellt wurde, war: Was hat Herr Rost eigentlich studiert? Können Sie mir vielleicht sagen, was Herr Rost studiert hat? Ja, Schiffbau. Zahntechnik. Und? Ja, und er war ja Polizei gewesen. Studieren oder hat er dann, er sagte mal, ja, dann muss man auch studieren, bevor man da einen Job bekommt. Schiffbau, ja. Und Maschinenbau, ne? Maschinenbau. Schiff, Maschinen. Schiffbau. Vielleicht noch was anderes? Ja, und dann habe ich mal gehört, also, dass er vorher schon mal mit dem Zahnmedizin was zu tun gehabt hat. Er war mal Jäger. So mit Vögel schießen oder. Das muss ganz früher gewesen sein. Ich habe mal was gehört vom Jäger, vom Schürzen. Schürzenjäger, das ist ein Mann, der hinter Frauen hinterher ist. Oh, sorry, das ist ein anderer Jäger. Das ist ein anderer Jäger. Ich sprach nur mal von einem ganz großen Fisch. Der hat gewogen, ich glaube, 45 Pfund. Das ist Tatsache. Die Faust, er hat den Kopf, den hat er präparieren lassen, ja? Den Kopf, die Faust kann ich so ins Maul reinschieben. Und, sehr, sehr lang. Okay. Können Sie vielleicht. Haifisch? Haifisch? Haifisch. Vor der Küste habe ich mal was gelesen. In der Nordsee ein Haifisch. Den hast du gefangen. Dass er den gefangen hat? Mhm. Und hat er den so rausgeholt, oder? Und damit ist er über Bord gegangen. Und Fisch. Mit dem Fisch, ja. Das war so ein kapitaler Fisch. Fisch hat ihn ins Wasser gezogen? Ja. Und dann? Nicht ertrunken, hinterher geschwommen? Nein. Gezogen? Sein Freund hat ihn wieder an Bord gehievt und den Fisch haben sie auch gekriegt. Guter Liebhaber, wissen Sie, oder? Ja? Ist ein guter Liebhaber. Ich nehme ihn mal an. Das kann ich Ihnen aber nicht bestätigen. Ja. Das haben Sie so lieb gesagt, das kann ich Ihnen aber nicht bestätigen. Ich weiß auch nicht, was ich mehr bewundere, Ihre Loyalität oder Ihre Fantasie, aber es war beides ganz, ganz in Ordnung. Wir haben für Sie beide als kleine Erinnerung an diese Sendung, an diese denkwürdige Situation, zwei Bilder, zwei Kollegen-Kollegen-Bilder mit Herrn Rost auch drauf, mit seinen komischen Bewegungen. Das ist für Frau Ernst, bitteschön, und das ist für Sie, Herr Wünke. Und der Applaus kommt von den Kollegen. Dankeschön. Na, wenn man so den ganzen Tag mit irgendwelchen Details des Schiffbaus zugange ist oder in der Verwaltung sitzt, fragt man sich vielleicht, wofür man das alles tut. Ich meine,
Rettungsboote sind kein Brot, das jeder jeden Tag braucht, oder Pullover, die man anziehen kann. Die Arbeit bleibt so ein bisschen abstrakt. Und damit die Kollegen der Firma Fassmann mal hören, wie wichtig ihre Arbeit ist, haben wir hier eine schöne Motivation. Ich bin Heino Kammern und ich habe gehört, dass die Firma Fassmann bei der Sendung Kollegen, Kollegen mit Linda de Mol zu Gast ist. Aus diesem Anlass möchte ich mich recht herzlich bedanken bei der Firma Fassmann. Denn mir ist Folgendes passiert. Ich bin mit meiner Familie über die Elbe gefahren, hatten dann einen technischen Fehler am Schiff und gerieten somit über einen Felsenstack. Das Schiff wurde sofort manövrierunfähig, weil die gesamte Ruderanlage unterausriss und das Schiff Wassereinbruch bekam. Wir gaben eine sofortige Notmeldung aus und circa 25 Minuten später erschien schon der Seenotkreuzer der DGZRS, der uns dann in Schlepp nahm. Später habe ich dann gehört, dass sie diese Boote bauen, die Firma Fassmann. Und Sie sehen ja, meine Familie freut sich bester Gesundheit. Demnach sind wir ja vernünftig gerettet worden. Und dafür möchte ich mich nochmal recht herzlich bedanken bei allen, die da an den Schiffen beteiligt gewesen sind. Zum Beispiel ist der Sinn Ihrer Arbeit für Menschen wie die Familie Kammern. Und jetzt bin ich wirklich neugierig, wie es mit Frau Fitzel geht, ob sie schon fertig ist. Hannelore Fitzel, sind Sie schon da? Ja! Sie sehen super schick aus. Gefällt es Ihnen? Doch. Gut, ja? Ja? Gott sei Dank, das ist wichtig. Also, Frau Fitzel, weil Ihr Hochzeitstag vor 26 Jahren alles anderes als eine schöne Erinnerung ist, haben Ihre Kollegen beschlossen, Sie mit Ihnen einem zwar etwas verspäteten, nichtdestotrotz aber sehr verdienten Geschenk zu überraschen. Sie können natürlich nicht noch einmal heiraten. Nach 26 Jahren ist das auch nicht nötig. Aber Sie sind nie auf einer Hochzeitsreise gewesen. Und das kann man schon nachholen. Alleine auf Hochzeitsreise ist nicht so gemütlich. Hm? Ja, mit meinem Mann. Klar, mit Ihrem Mann. Also wir haben heimlich Ihren Mann entführt, um ihm auch so ein bisschen in Schale zu werfen. Und gucken Sie mal, wie er aussieht. Da ist er, Hans Fitzel. Die Blumen sind doch für Oma? Soll ich die haben? Ja? Danke. Gibst du dir die Oma? Dankeschön. Wie heißt sie? Sophia. Das ist ihre Enkelin Sophia. Ja. Als kleine Brautjungfer sozusagen. Also jetzt haben... Sie sehen wirklich schick aus. Ja, steht Ihnen ganz toll. Nicht schlecht für einen zweifachen Opa, ne? Ja. Sind Sie nach 26 Jahren eigentlich immer noch so ein bisschen verliebt in ihn? Doch. Doch? Ja. Das kann man ihn ansehen. Ja. Also wir haben, glaube ich, alles. Eine kleine Brautjungfer. Blumen, Ringen hatten Sie schon, nehme ich an, Kleidung, alles in Ordnung. Eine Hochzeitsreise, wohin? Wir werden Ihnen jetzt verraten, wo geflittert wird. Schauen Sie mal. Richtung Norden und dann immer geradeaus. Dahin führt Sie eine 11-tägige Skandinavienkreuzfahrt. Beeindruckende Landschaften mit unberührter Natur und ihrer einzigartigen Tierwelt erwarten Sie. Erleben Sie auf den Spuren der alten Wikinger die Ursprünglichkeit Skandinaviens und genießen Sie die Ruhe der Fjorde. Wir wünschen viel Vergnügen. Schön. Wunderbar. Wir haben nämlich gehört, dass Skandinavien so ein richtiger Wunsch von Ihnen war und haben deswegen gemeint, 12 Tage eine Kreuzfahrt in Skandinavien ist natürlich toll. Freust du dich auch für Oma? Gehst du auch mit im großen Auto, Sophia? Sophia hört überhaupt nicht zu. Aber hier kommt jetzt das passende Gefährt ins Studio reinfahren. Schauen Sie mal. Da ist der Rolls Royce. Es wird doch noch ein bisschen wie Traumhochzeit. Aber dann nach 26 Jahren. Gut. Das darf nicht wahr sein.
einsteigen, Frau Fitzel, sage ich noch schnell Tschüss zu den Zuschauern zu Hause, meine Damen und Herren. Das war's mal wieder. Kollegen, Kolleginnen, ich hoffe, dass Sie es genossen haben. Tschüss, bis nächste Woche, Montagabend. Ciao.